Hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Avorion. Und what's this? What is this? Ist das unser Sprung? Das ist unser Sprungsignatur, da wo wir gerade herkamen. Ach, ich werd verrückt. Kann ich da wieder zurück? Stimmt, oder? Aber ich will noch gar nicht. Okay, pass auf, wir machen mal Folgendes. Wir geben mal Hackengas. Ich will hier mal vor... Boah, Moment. Don't touch me. Mother of God. 114.000. 114.000 gibt's hier drin. Ich will es nicht abbauen. Wirklich, keine Sorge. Ich will es nicht abbauen, meine Lieben, aber... aber... ich muss dran mal ein bisschen dran schnitzeln. Ja? Ihr wisst, was ich meine. Weil es einfach doch zu verlockend ist, hier mal ein bisschen was wegzuholen. Wir kriegen es eh niemals weggesaugt, glaube ich. Also da sitzen wir dann die nächsten 100 Jahre da und das will ich euch auch nicht antun. Da bräuchte man halt auch deutlich stärkere Geräte hier vorne dran. Und da können wir leider noch nicht genug. Das wäre mal wieder sowas wirklich für einen Ausrüstungsstock oder sowas. Da müsste man mal hinkommen und dann mal hinschauen. Und dann halt wirklich gute Ausrüstung uns auch kaufen. Weil das wäre dann halt wirklich für so einen Ausrüstungsstock wäre das genau das Richtige. So einen richtigen High-End-Erzbohrer hier wegzusnacken, wäre natürlich schon eine geile Sache. Ich schau mal, wie viel ich jetzt hier noch rausbekomme. Viel wird es nicht mehr sein, aber... so ein Schlückchen halt. Ihr wisst, was ich meine. Haben wir schon 10.000. Schaut euch das mal an. Wenn ich den ganzen Flöz hier wegräume, dann werden wir da halt auch echt sauber bedient, ne? Ein Schlückchen nehme ich noch und dann... So, gucken wir mal, auf 11.000 würde ich gerne noch hochkommen. Das sollte nicht allzu lange hin sein. Jo, da haben wir es schon. Okay, dann war es das jetzt erstmal an der Stelle. Und dann gucken wir einfach nochmal ein bisschen weiter. Ob wir noch was, irgendwas Edles hier finden. Ein bisschen an der Seite entlang fliegen. Wie gesagt, mit der Geschwindigkeit hier irgendwo reinzudonnern, ist keine gute Idee. Leichtes Bergbauschiff. Okay, also hier ist wirklich... wir sind hier auch nicht alleine. Sondern hier sind auch wirklich andere noch unterwegs. Also NPCs in dem Fall. So, was ist da drin? Das ist wahrscheinlich einfach nur Eisenerz. Ein bisschen was. Aber dann auch da... wir haben, mussten jetzt auch die letzte Zeit wieder mehr reparieren. Da würde ich auch ganz gerne wenigstens noch ein Schlückchen mitnehmen. Aber hier scheint es wohl wirklich sehr gut Eisen zu geben. Also Titan, Entschuldigung. Eisen auch. Eisen gibt es hier überall, aber Titan wäre halt geil. Wie viel haben wir noch? Ach, 14.000. Das ist so angenehm, wenn du so viel auf der hohen Hand hast. So,
den machen wir jetzt schnell weg, dann haben wir da auch wieder ein bisschen mehr. Ja, wie gesagt, wir versuchen uns da ein kleines Polsterchen aufzubauen, damit wir einfach immer zur Not weiterbauen, immer zur Not noch was machen oder reparieren können, falls wir wirklich mal stranden, dass wir auch wirklich Chancen haben, aus der Nummer rauszukommen, ohne gefährliche Situation hier. Okay, wir schauen mal den NAV-Computer weiter Richtung Gefährdung. Sehen wir hier irgendwas? Hier unten wäre noch was. Also hier sind auf jeden Fall Punkte. Die scheinen auch wohl belebt zu sein. Sprungroute ist bereit und wir springen weiter. Ich guck mal gerade, es baut sich jetzt hoffentlich hier irgendwas auf. Nee, es ist absolut leerer Raum hier. Ich sehe gar nichts, außer uns. Und da hätten wir doch, hier war doch gerade irgendein Punkt. Nee, der ist immer noch nicht. Dann springen wir mal hier rein. Oh, da können wir eh noch nicht springen. Unsere Sprungroute wird A noch berechnet und B ist unser Sprungantrieb noch nicht bereit. Ja, genau, 11 Sekunden noch. Allein, dass wir überhaupt einen Sprungantrieb haben, ist ja für mich schon mal völlig faszinierend. So, und weiter geht's. Den Energiespeicher muss ich sagen. Boah, sind wir hier gelandet? Hier ist ja cool. Hier möchte ich bleiben. Hier möchte ich bleiben. Wisst ihr, was ich meine? Also, so hübsch. Oder findet ihr nicht? Haben wir keinen Saft mehr? Tatsächlich. Die Energie ist gerade völlig ausgegangen. Jetzt, wir brauchen, warte mal ganz kurz. Hier ist ja gerade niemand, ne? Also wir sind hier ja gerade komplett allein. Wir machen mal Folgendes. Wir haben ja hier eine schöne X-Achse. Salve Subraumsignal. Fast das schön, das freut mich. Jetzt pass auf. Und zwar, es gibt doch hier irgendwo Energiespeicher. Dock. Produktion, Energiecontainer, da haben wir. Und das ist der Gerät. Und die würde ich gerne hier drauf setzen. Obwohl, hier drauf könnte man sie auch bauen. So. Warte, nee, das nicht, das nicht, das nicht, das. Und dann eins noch kleiner. So, da hätten wir hier natürlich mehr Energiespeicher. Und jetzt bauen wir aber nochmal schnell dieses Integritätsfeld. Hier möchte ich nochmal ganz kurz gucken, ob wir da überall geschützt sind, weil ich glaube, wir haben offene Stellen. Ne, nur vorne, okay. Gut. Jetzt haben wir hier auf jeden Fall mehr, bisschen mehr Energiecontainer. Okay, ausgezeichnet mit denen. Ich weiß nicht, wie viel Energie, produzierte Energie, benötigte Energie. Wir müssen ja irgendwo in den Systemen jetzt auch ein Plus sehen. Also Crewquartiere brauchen wir jetzt erstmal keine. Wir haben ein paar Level 3 Leute, das ist auch gut. Unteroffizier ist klar. Also es wird hier auch Security, Generäle, Kapitäne, also es sieht schon. So, mal ganz kurz gucken, wie viel Energie erzeugt Energie? 2,84. Benötigt Energie 1, und wir können 22 Gigajoule gerade mal wegspeichern, falls es mal eng werden sollte. Das ist nicht viel. Gar nicht viel. Das ist eigentlich gar nichts. So, hier ist aber auch leider gar nichts auf den ersten Blick, was wir dringend benötigen würden. Dann pass auf, dann lass uns mal ganz kurz weiter gucken. Hier wäre irgendwas, unbekannte Energiesignatur. Das gebe ich mal ganz kurz ein. Ich weiß, wir sollten auf den Notruf achten. Aber ich muss sagen, mich juckt gerade diese Energiesignatur doch sehr auf dem Weg. Wir springen hier mal fröhlich weiter. In der Hoffnung. Wow. Sind wir hier? Ach so, wir haben ein Sprungtor gefunden. Ja, hier gibt es auf jeden Fall, wie gesagt, wahnsinnig viel. Wow. Was ist das denn? Ist das ein Wurmloch gewesen, was wir da vorhin gefunden haben? Boah, das wäre ja sowas von mega. Das wäre ja sowas von mega gewesen. Jetzt pass auf, ich spring nochmal weiter.
Oder es gibt hier einen Ausrüstungsdock. Gauss Laufmaschinenfabrik. Was? Das ist ein Energieröhrenfabrik. Das ist uns auch leider nichts weiterhin gut. Boah. Lost City, ne? Ja. Was bist du? Ressourcendepot? Milliarden Container. Nee, das bringt uns nicht weiter. Pass auf, wir springen auf unser Zielgebiet. Und weiter geht's. Wie gesagt, hier waren wir ja schon mal. Ich will das nochmal mir anschauen. Das dauert natürlich jetzt ein paar Sekunden. Oh, wir haben hier einen Planeten gefunden. Es schaut aber auch schon wirklich cool aus, ne? Also es schaut schon richtig gut aus. Also hier möchte ich... Oh. Habe ich das gerade richtig im Kopf? Raumschiffe. Oh, super. Ich freue mich. Endlich seid ihr da. Hopp, hopp. Okay, Waffen sind geladen. So, und rein ins Gefecht. Oh oh, bei uns hat's auch was weggehauen. So, jetzt haben wir mal endlich. Boah, das tut weh gerade. Ich entferne mich mal ganz kurz. Okay, dann gehen wir mal ganz kurz da rein, machen eine Kurzreparatur. Okay, wir können nicht reparieren, weil wir gerade im Gefecht waren. Das müssen wir auf jeden Fall lösen. Das ist ein anderes Problem. Wir brauchen Panzerung. Unser Schiff ist zu ungepanzert, gerade an den Energierelais. So. Okay, pass auf, dann brauchen wir jetzt mal ganz kurz Panzerung. Gerade vorne ist die wichtig. Fensterlose Hülle, Panzerung. Aus Titan. Und das machen wir jetzt an Glock angleichen. Machen wir hier mal so ein bisschen Panzerung ran. Weil hier kriegen wir halt doch ständig eingeschenkt. Und da möchte ich einfach hier vorne ein bisschen die Panzerung fördern. Und gerade auch hier oben möchte ich auch nochmal ein bisschen Panzerung drauf haben. Weil da ist die Hauptachse, wo wir angegriffen werden. Dann verstecken wir mal gerade unsere wichtigen Teile. So. Nun wird unser Schiff langsam zum Kanonenboot, meine Freunde. Hä? Auf geht's. Das hat natürlich jetzt Geld gekostet, ganz klar. Der hat noch 51% Resthülle. Dem geben wir es jetzt erstmal eingeschenkt. Unser Ziel ist es natürlich, uns so wenig wie möglich zu bewegen, damit unsere Waffen auch wirken können. Da hat er es zerlegt. Damals auch wieder ganz tolle Sachen gefunden.
So, und ihr seht schon, es geht ja auf 60% ist er mittlerweile runter. Oh, 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 oh. Und jetzt kommt der hier. Und dem geben wir es natürlich auch nochmal. Ich versuche ihn gerade zu teilen. Na also. Ich weiß, das Gefecht ist eigentlich zu Ende. Okay, mal ganz kurz reparieren. Das kostet natürlich Geld. Teile haben wir keine mehr. Gut. Den zerlegen wir jetzt komplett. Nur für den Fall, dass da noch mehr rausfliegt. So, neues Geschütz. Wieder ein bisschen Geld eingesammelt. Da unten ist noch ein bisschen was. Der hat, glaube ich, erstaunlich wenig rausgeworfen. Ne? Okay. Na gut. Wieder ein paar zufriedene Kunden. Ich mag das total gerne, so. Gefällt mir. So, weiter geht's. Unser Schiff ist jetzt noch ein bisschen besser verteidigt. Also wir haben jetzt deutlich durch die Blöcke auch wirklich mehr Panzerung drauf. Das heißt, wir können auch in Gefahrensituationen erstmal auch ordentlich einstecken. Und das muss ich sagen, das ist eine geile Geschichte. Aber das ist ein Wurmloch. Ich hoffe, das ist nicht ein One-Way-Ticket. Ohne Witz. Ich hoffe, das ist nicht ein One-Way-Ticket. Wir fliegen rein, meine Lieben. Ich hoffe, ihr habt eure Hyperraumschlüpper angezogen. Jetzt geht's erstmal ganz nah ran. Was ist das jetzt noch kurz? Okay, also Hyperraum verbraucht gerade unsere gesamte Energie. Gerade ist weg. Also Antrieb und so weiter. Jetzt ist wieder alles da. Ganz kurz mal geguckt. Hier sind ein Haufen Sachen aufgeploppt. Ich weiß nicht, was es ist, aber wir fliegen jetzt einfach mal hin. Es kann sein, dass wir danach völlig im Eimer sind und wieder von bei Null anfangen müssen, aber dann wissen wir es. Die Gefahren im All müssen einfach... Wir gehen dahin, wo noch nie ein Mensch zuvor gewesen ist oder so ähnlich halt. Und da will ich einfach mal gucken. Wie gesagt, es schaut auf jeden Fall aus, als wäre es so eine Art Wurmloch. Würde ich es jetzt titulieren, weil das ähnlichen Eindruck machen diese Sprungtore auch. Es kann natürlich auch sein, dass es halt voll in die Hose geht gerade, ne? Also rein mit Schmackes, meine Lieben. Keine Müdigkeit. Alter Schwede, das ist echt ein Wurmloch gewesen. Was? Wir kennen hier halt keinen Schaden. Pass auf, nächste Koordinate in NAV-Computer. Was ist hier? Dein Schiff ist sehr schwach im Vergleich. Ja, das habe ich befürchtet. Das Einzige, was wir machen... Also, ich will hier trotzdem ein bisschen was erkunden. Auch wenn wir extrem schwach sind. Also, sobald wir Gegner sehen, müssen wir uns irgendwie zurückziehen. Aber ich würde ganz gerne hier irgendwo hinkommen. Also, unbekannte, versteckte Masse-Signatur ist mit Sicherheit nicht nett. Ja. Aber wir könnten hier mal kurz ein Koordinaten draufsetzen. Schnell, der Bedarf ist halt riesig, ne? Also allzu viel Energie würde ich jetzt eher nicht ziehen. Der saugt auch unten gerade den kompletten Speicher leer. Jetzt ist er alle. Und jetzt sind wir 72% effektiv, lädt er sich auf. Das heißt, er braucht auch länger, um die Energie bereitzustellen. Unsere gesamten Reaktoren arbeiten an dem Ganzen quasi.
Auf geht's. Okay. Ich weiß nicht, was das jetzt ist. Mother of God. Ein Bergbauschiff. Aber da ist es. Ich hab's gefunden. Das wollten wir haben, die ganze Zeit schon. Ich mach mal einen Fluchtvektor. Das heißt, wir planen gleich die NAV-Computer-Route, um hier rauszukommen. Das Problem ist bloß, wir kommen nicht voran. Freunde, wie es weitergeht in der nächsten Folge. Bis dahin, habt eine tolle Zeit, lasst es euch gut gehen. Euer Zwerg, auf Zwergtube, ciao.